Und am Weg zum Rednerpult von den Grünen Astrid Rössler. Danke, Herr Präsident, sehr geschätzte Frau Bundesministerin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, Zuseherinnen und Zuseher. Ja, Gegenstand dieses Tagesordnungspunktes ist eben der besagte Bericht zur Umsetzung der globalen Nachhaltigkeitsziele Agenda 2030. Und wenn vorhin beim FPÖ-Kollegen gelächelt wurde, dann eher, weil daraus schon wieder eine Verschwörungstheorie geworden ist. Ganz im Gegenteil, es ist natürlich eine der wichtigsten der großen weltweiten Kooperationsprojekte, Nachhaltigkeit im Sinne von sozialen, ökologischen und ökonomischen Fragen für eine bessere Welt gemeinsam anzugehen. Und das ist der Auftrag, dem wir uns auch in Österreich verpflichtet fühlen. Wenn es hier um den Fortschrittsbericht geht, dann natürlich zu zeigen, wo ist denn Österreich in welchen Nachhaltigkeitsthemen, eines dieser 17 verschiedenen Themenfelder, wo sind wir denn auf einem guten Weg, wo haben wir aber allenfalls auch noch größere Herausforderungen zu meistern. Und da lohnt sich schon ein Blick in diesen Bericht. Ich darf nur kurz melden, dass meine Zeit nicht sichtbar ist. Da kann ich mich nicht orientieren. 2,54. Die Anzeige ist leider nicht sichtbar. Sie haben noch 2,54, bei uns läuft sie. Dann beeile ich mich. Von diesem positiven Beispiel im Bericht sind zum Beispiel die Bundesländer Wien Reparaturbonus, ein klassisches Nachhaltigkeitsthema, wo es um Ressourcenschonung geht, Vorarlberg mit Beteiligungsmodellen, kooperativen, partizipativen Beteiligungsmodellen, die sehr erfreulich sind. Salzburg hat die Auenwerkstatt namhaft gemacht, ein Bildungs- und sehr schönes Jugendprojekt, Nachhaltigkeit im Sinne von hochwertige Natur erlebbar zu machen, intakte Natur erlebbar zu machen und Nachhaltigkeit sozusagen erlebbar zu machen. Ich komme zu den Herausforderungen. Vieles ist auf einem guten Weg, aber wir müssen auch dorthin schauen, wo wir tatsächlich größere Defizite zu bewältigen haben. Und da fällt doch auf, alle die Bereiche, wo es um einen besonders hohen Ressourcenverbrauch geht, da sind wir in Österreich auf keinem guten Weg. Das beginnt beim Energieverbrauch. Der Gesamtenergieverbrauch ist gestiegen. Besonders im Verkehrsbereich, im Bereich Infrastruktur ist auch der Energieverbrauch und damit auch die Treibhausgase stark gestiegen. Bei den Siedlungen und Städten, nachhaltige Siedlungen und Städten, SDG 11, ein wichtiger Bereich, der die Zukunft des Zusammenlebens regelt, vor allem der sehr, sehr hohe Flächenverbrauch. Hier ist Österreich im europäischen Schnitt sehr schlecht. Wir haben einen weit zu hohen Flächenverbrauch und davon ein eigener Bereich, die Versiegelung. Also man unterscheidet zwischen Flächenverbrauch und Versiegelung. Auch zu hohe Siedlungsabfälle und der Materialverbrauch. Das heißt, in Summe, und das kann man an verschiedensten Indikatoren ablesen, sind wir im Bereich des Ressourcenverbrauchs und letztlich der Verschwendung sind wir noch am Beginn und noch nicht wirklich dort, wo wir Fortschritte verzeichnen können. Das sind die Indikatoren, die in diesem Bericht rote Zahlen zeigen und das heißt, dort müssen wir ansetzen, um auch besser zu werden. Wir kennen die Fakten. Wir haben nur 12% der Rohstoffe, die wir in Österreich einsetzen, die noch ein zweites Mal eingesetzt werden. Also die Zirkularität ist sehr, sehr niedrig, weltweit nur 7, Österreich nur 12%. Hier ist ein riesiges Potenzial, das auch große Klimarelevanz hat und natürlich auch Energieverbrauch in sich hat. Der Bodenverbrauch und auch der Artenschwund, also auch der Schwund an hochwertigen Lebensräumen. Daher auch der Appell, man kann nicht einen schönen Bericht präsentieren und dann nicht die Folgeschritte gehen. Und es gibt auf europäischer Ebene einerseits das Wiederherstellungsgesetz Natur, Nature Restoration Law. Hier wäre es extrem wichtig, dass Österreich Vorreiter ist und natürlich mitstimmt für ein starkes Nature Restoration Law nächste Woche im Plenum, im EP. Und auf österreichischer Ebene natürlich das Thema Bodenstrategie. Also hier wirklich der Appell an alle Gemeinden und Länder. Es ist die gemeinsame Verantwortung, es ist ein großes Projekt, zu schauen, wie können wir den Boden, sofern er schon verwendet ist, wiederverwenden, nicht neue Böden verbrauchen und versiegeln. Wie können wir hier auf ein verträgliches Maß zurückkommen? Es betrifft die Wohnbaupolitik, es betrifft natürlich ganz stark die Raumordnung und da sind alle gefordert. Das 2,5-Hektar-Ziel muss unser Ziel sein, alles andere wäre ein starker Rückschlag und dann erreichen wir bei weitem nicht die Ziele, die wir erreichen müssen. Danke, Frau Bundesministerin, für Ihr Engagement. Es ist auch eine sehr gute Zusammenarbeit, auch in dieser Gruppe im Parlament. Hier ist wirklich etwas Schönes
auf den Weg gekommen und ich freue mich sehr, dass es auch fortgeführt wird im Herbst mit den nächsten Themen. Danke. Es wäre wichtig, dass Österreich beim Renaturierungsgesetz der EU mitgehe, sagt Astrid Rössler von den Grünen. Das Pult ist nicht sichtbar, Sie haben nur die Minute des Lampen, das leuchtet. Wir versuchen das zu beheben, aber das gebe ich allen Rednern jetzt mit zu bedenken. Aber ich kann Sie auch minütlich informieren, wo Sie stehen. Aber ich glaube, der Nationalratspräsident erklärt gerade, dass offenbar die Zeitangabe am Pult nicht funktioniert.